Einen schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei den Triple M Talks. Ich darf heute Abend moderieren. Mein Name ist Christoph Bonack und bin hier vertretend für die Engineers for Sustainable Future da und darf heute Sibylle Chiari vorstellen, als Vortragende bei uns begrüßen. Sie war lange Zeit Forscherin bei der Universität für Bodenkultur im Bereich Klimakommunikation. Arbeitet momentan bei der Werner Lambert GmbH, auch im Bereich Klima- und Nachhaltigkeitskommunikation. Und ist aber darüber hinaus auch im Bereich Nachhaltigkeit engagiert, betreibt das Online-Magazin Nachhaltig Neu Denken und ist auch bei den Scientists for Future. Ist auch Mitgründerin und Obfrau des Vereins Pele Co-Housing, ein Living Lab für zukünftige Lebensweisen. Ich habe sie auch schon live erleben dürfen. Vor knapp einem Jahr ist es jetzt der Workshop in Graz und ich bin sicher, das wird ein sehr spannender Vortrag für alle. Ich darf am Anfang noch ganz kurz organisatorisch darauf hinweisen. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Diese bitte tippen, Q&A bzw. Fragen und Antworten, je nachdem, in welcher Sprache Webex gestartet hat bei Ihnen. Und die Fragen werden im Anschluss an den Vortrag an Sibylle gestellt von mir. Der Vortrag wird auch aufgezeichnet und es werden demnächst die Videos dieser Triple N Vorträge dann auf der Homepage zu finden sein. Das war's organisatorisch. Ich darf somit übergeben das Wort an dich, Sibylle, und wünsche allen einen spannenden Abend. Vielen Dank, Christoph. Ich mache noch gerade die Präsentation auf. Genau. So. Einen Moment. Kommt sofort. Dann können wir starten. So, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich darf Ihnen erinnern, dass es vielleicht ein bisschen exotisch klingt in dieser Ringvorlesungsreihe. Und möchte jetzt Sie quasi auf eine kleine Reise mitnehmen durch das Thema der Klimakrise begegnen und vor allem eben den Blick jetzt auf die Klimakommunikation, Visionen und Lösungsansätze zu richten. Warum gerade dieses Thema? Moment. Mal schauen, bei mir geht es nicht weiter. Jetzt geht's. Klimakommunikation ist natürlich ein ganz zentrales Vehikel, wenn es darum geht, das, was jetzt notwendig ist, die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist tatsächlich, dass wir heute an einem Punkt sind, und das sieht man auch zum Beispiel an den Veranstaltungen der Engineers for Sustainable Future, das große Interesse am Thema, dieses hellhörig geworden sein in der Bevölkerung. Das hat sich einfach in den letzten Jahren ganz massiv verändert und gesteigert. Und man sieht es auch an den Umfragen, an den europaweiten repräsentativen Umfragen zum Klimabewusstsein. Es ist in der letzten Umfrage rausgekommen, dass 93% der Europäer und der Europäerinnen den Klimawandel als ein ernstes Problem wahrnehmen. Genauso erfreulich ist, dass 93% der Europäerinnen etwas gegen den Klimawandel tun, angeben, etwas dagegen zu tun. Was das ist, bleibt in dem Fall offen. Und auch die Unterstützung eben für ein klimaneutrales Europa ist auf einem Rekordhoch von 92% Zustimmung. Jetzt denkt man sich, okay, bei diesem Problembewusstsein kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Die Bevölkerung hat verstanden, was die Herausforderungen sind. Das führt uns zu dem Thema zurück, vor dem wir schon eine ganze Weile stehen, dass das Bewusstsein wenig damit zu tun hat, wie tatsächlich die Handlungen aussehen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich weiß, der Klimawandel ist ein Problem, dann kann es auch sein, dass es so ähnlich ist, wie wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt Ihnen, Sie haben eine schwere Krankheit. Dann wissen Sie, okay, es ist offensichtlich Handlungsbedarf, aber Sie wissen noch nichts darüber, was, wo und wie. Und ein bisschen ähnlich gelagert ist das Problem beim Klimawandel. Wir wissen diffus, das Thema ist groß, es ist dringlich und auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt auf die Straße gehen und diese
Grafik einem x-beliebigen Passanten, einer Passantin in die Hand drücken und darum bitten, sie kurz zu erklären, würden die meisten Leute wahrscheinlich zurückschrecken. Und es geht natürlich auch nicht darum, dass jeder Bürger und jede Bürgerin diese Grafik im Detail sofort aus dem FF erklären kann, aber es ist definitiv so, dass unser Verständnis von dem Problem, von der Größe des Problems, von der Reichweite, von den Ursachen wahrscheinlich noch nicht wirklich ausreicht, um auch ins Handeln zu kommen. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass ein Missverständnis, das man früher in der Umweltbildung ganz oft begangen hat, war ja, dass man geglaubt hat, okay, mit mehr Wissen lösen wir Probleme, es braucht ausschließlich Bildung, wir müssen darüber informieren, was das richtige Verhalten ist und dann kommt es von alleine. Das ist ein Missverständnis, also das hat bisher noch nie funktioniert und wird auch wahrscheinlich beim Klimawandel in der Form nicht eintreten. Das heißt, wir müssen über andere Kommunikationswege nachdenken als die herkömmlichen. Und die herkömmlichen, wenn ich jetzt Ihnen dieses Diagramm, das ist eines der berühmtesten Klimadiagramme überhaupt, die sogenannte Keeling Curve. Wenn ich Ihnen die zeige, dann werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass diese Art von Diagramm bei den allermeisten Personen keinerlei emotionale Reaktionen auslöst. Vielleicht ein Aha, vielleicht ein Ja, es entwickelt sich in eine ungünstige Richtung. Aber unsere Emotionen und damit auch eine ganz wichtige Grundlage für Verhaltensänderungen werden mit nicht angesprochen, mit reinen Fakten. Um das Problem besser zu verstehen, hilft es manchmal mit Metaphern zu arbeiten. Dennoch, natürlich, Treibhausgaseffekt kann man auch sehr praktisch erklären, wenn man Menschen mitnimmt, zum Beispiel in ein Glashaus oder wenn man ihnen das Badewannenmodell erklärt und auf diese Weise versucht zu veranschaulichen, wie der Klimawandel wirkt. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass die Menschen, auch wenn sie das Problem verstanden haben, einfach sehr gerne reagieren mit entweder sehr einfachen Lösungen. Es gibt da psychologische Phänomene, die uns nicht in die Hand spielen. Das heißt, dass wir zum Beispiel nicht richtig einschätzen, was die adäquate Lösung ist und eigentlich in ein Wunschdenken verfallen. Das heißt, dass wir hoffen, mit kleinen symbolischen Handlungen ein Problem zu lösen, das allerdings so groß ist, dass diese Handlungen nicht greifen. Und das sieht man hier auch an der Umfrage, dass die Menschen wirklich ernsthaft glauben, dass keine Plastiktüten mehr zu verwenden eine der wirkungsvollsten Klimaschutzmaßnahmen ist. Es ist eine wichtige Umweltmaßnahme, aber eben klimawirksam ist sie fast nicht. Und andere Maßnahmen werden dann massiv überschätzt im Gegenzug. So, um Ihnen ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, es ist schwierig, wirklich einen Blick dafür zu bekommen, welche Stellräder effektiv sind. Das ist ein Problem. Und ein anderes Problem ist, wir haben ein hohes Problembewusstsein, ein historisch hohes Problembewusstsein und eine Realität, die dem einfach nicht entspricht. Wir haben auch historisch hohen Flächenverbrauch in Österreich. Wenn Sie sich die Daten vom Umweltbundesamt anschauen, wir sind Europameister im Bodenverbrauch. Wir haben nach wie vor eine irrsinnig hohe Anzahl von neu zugelassenen SUVs. Jeder dritte Neuwagen ist ein SUV. Und wenn wir uns diese Zahlen vom VCÖ anschauen, sehen wir, dass in Wien-Hietzing oder Liesing doppelt so viele SUVs gefahren werden, wie beispielsweise pro Kopf in einem Tiroler gebirgigen Bezirk. Realität ist auch, dass an den Tagen, wo Schnitzeltag in den Mensen Österreichs ist, die Schlangen nach wie vor am längsten sind. Und da spricht man von kognitiver Dissonanz. Wir wissen, das Problem ist groß. Wir wissen aber auch, die Handlungen sind womöglich für uns nach wie vor weit entfernt oder unbequem oder einfach schlichtweg noch nicht in unserem Umsetzungshorizont. Liegt auch wieder daran, dass einfach Klimafakten an sich etwas sehr, sehr Abstraktes sind. Ihr habt vorhin schon erwähnt, sie lösen keine Reaktionen aus. Wenn wir uns solche von der NASA auch sehr gut aufbereitete Daten anschauen, wie die Vitalzeichen des Planeten,
dann spricht es vielleicht sehr technisch gebildete Menschen stärker an. Für viele Menschen ist es aber tatsächlich nicht verständlich, warum öffentlich diskutiert wird, ob sich die Erde um 1,5 Grad erwärmen darf oder um 2 Grad. Also diese Zahlen zu verwenden in der Kommunikation ist etwas ganz, ganz Heikles. Gerade in der breiten wirksamen Kommunikation wird auch davon abgeraten. Es gibt Studien dazu, die eben versucht haben, zu testen, ob Menschen tatsächlich ansprechen auf die Kommunikation dieser Zahlen und Ziele. Und man sieht einfach, es ist ganz schwierig, auf diesem Weg die Menschen an Bord zu holen. Das heißt, wenn Sie überlegen, welche Raumtemperatur bei Ihnen gerade herrscht, werden Sie wahrscheinlich nicht so genau schätzen können, um genau diesen kleinen Unterschied von 0,5 Grad richtig einschätzen zu können. Und genauso ist es auch in unserer Wahrnehmung, dass diese Zahl und dieser Unterschied auf uns so gering wirkt, dass wir ihn in ein marginales Eck verdrängen und einfach uns nicht ausreichend mit dem Thema, wie groß ist der Unterschied, was bedeutet er für uns, auseinandersetzen. Anders ist es, wenn wir diese Daten übersetzt bekommen. Wenn wir hören, 0,5 Grad entscheiden über Millionen von Klimaflüchtlingen. 0,5 Grad entscheiden darüber, welche Küstenstädte es weitergeben wird. 0,5 Grad entscheiden darüber, ob überhaupt weiter Korallen auf unserem Planeten existieren werden. Diese Art von Übersetzungsarbeit muss natürlich geleistet werden, um irgendwie diese abstrakten Zahlen greifbar zu machen. Das Phänomen, das dahinter steckt, ist ein Schutzmechanismus, den wir Menschen haben, der heißt Psychological Distancing und der uns eigentlich davor schützt, Gefahren räumlich und zeitlich weit weg zu verdrängen, wenn wir sie eben als zu groß wahrnehmen, um selbst dagegen handeln zu können, oder unser Wunschdenken eben verhindert, dass sie in unseren Alltag kommen. Das heißt, wir verdrängen Klimafolgen, wir glauben, es passiert nicht mehr in unserer Lebensspanne oder an ganz anderen Orten der Welt. Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist auch, dass einfach das Thema Klimawandel dadurch schwer zu fassen ist, dass es lange unsichtbar war. Die Unsichtbarkeit auch deshalb, wenn Sie sich vorstellen würden, CO2 wäre ein sichtbares Gas und es wäre grell lila zum Beispiel, dann bin ich mir ganz sicher, wir würden auf keinen Fall heute hier sitzen. Wenn man von keinem Berggipfel Österreichs mehr irgendwo hinsehen könnte, wäre es klar, dass man viel früher reagiert hätte. Aber dadurch, dass eben CO2 nicht sichtbar ist und so wie man es hier in diesem täglichen CO2-Ausstoß von New York visualisiert hat, ist es für die Menschen auch wirklich mengenmäßig schwer fassbar, was da passiert. Und diese Art von Darstellungen hilft eben einen kleinen Teil sichtbar zu machen und dieser Thematik auch die Komplexität ein Stück weit zu nehmen. Weil eben gerade Diagramme, die sehr viele Zahlen und Linien beinhalten, für die meisten Menschen irrsinnig schwer zu lesen sind. Und es hat auch Studien gegeben zu dem Bericht des Weltklimarates hinsichtlich Verständlichkeit und Lesbarkeit für normale Laien. Und es war noch nie weniger verständlich, durch diese Daten durchzudringen als im letzten Bericht des Weltklimarats. Seither wird eine ganz massive Kommunikationsstrategie, Umwandlung entwickelt, um eben davon wegzukommen und um auch die wirklich wichtigen Daten stärker in die Masse und auch in die Politik bringen zu können. Aber wir müssen da eben auch andere Wege der Kommunikation finden. Ein weiteres schwieriges Thema sind natürlich wirklich ganz katastrophale Folgen des Klimawandels, die zu kommunizieren. Ist sehr abschreckend für viele Menschen, zum Beispiel Stichwort Kipppunkte im Klimasystem, wie zum Beispiel das Austrocknen des Amazonas oder eben das Absterben der Korallenriffe oder das Auftauen des Permafrosts, wie Sie es hier rechts sehen. Das Wissen um die Dringlichkeit und das Wissen um diese Kipppunkte ist etwas, was wirklich schwer zu vermitteln ist und was aber umso wichtiger auch ist, um tatsächlich auf die Reichweite des Themas auch aufmerksam zu machen. Möglich ist es zum Beispiel auch,
indem man die Kipppunkte näher an uns heranbringt und mögliche Folgen übersetzt für unseren Großraum Europa, zum Beispiel mit dieser Simulation des Meeresspiegelanstiegs. Das ist eine Online-Karte, wo Sie eingeben können, um wie viel Zentimeter, Meter der Meeresspiegel steigt und was es für unmittelbare Auswirkungen in welchen weltweiten Küstenregionen haben Sie. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch nicht hilft, und das haben mir sehr viele Journalisten bestätigt, es ist für sie wahnsinnig schwierig, ein so träges Thema wie den Klimawandel, das seit so vielen Jahren präsent ist, immer wieder neu aufzumascheln, dass sie es in die Zeitungen bringen können. Weil allein dieses Thema sich natürlich jetzt schon ein bisschen abgenutzt hat durch diese Langzeitpräsenz. Wir wissen seit den 60er Jahren, dass der Klimawandel ein Problem ist. Die US-Wissenschaftler haben damals schon die US-Regierung eindringlich gewarnt. Es wurde politisch behandelt und zur Seite gelegt. Es hat 30 Jahre gebraucht, bis eine erste politische Reaktion gekommen ist. Und heute, nochmals lange Zeit später, sehen wir die ersten wirklich ambitionierten Reaktionen. Das heißt, es ist eine so träge Bedrohung. Es wird gern damit verglichen, wenn ein Meteorit auf uns zukommen würde und wir wüssten, im Jahr 2100 würde dieser Meteorit in die Erde einschlagen, dann würden alle Anstrengungen unternommen, um Abwehrmechanismen jetzt zu bauen und zu planen. Man würde wahrscheinlich nicht sagen, ach, wir warten bis 2090 und dann wird die Technologie soweit sein und wir werden diesen Meteoriten abschießen. Mit dem Klimawandel ist es tatsächlich so, dass es halt kein plötzlich auftauchender Meteorit ist, sondern ein sehr schleichender, eine sehr schleichende Bedrohung, die sich schleichend realisiert. Und das ist nur ein Zitat aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von 1970, um Ihnen einfach zu zeigen, dass man damals sehr konkret gewusst hat, von welcher Bedrohung die Rede ist und welche Klimafolgen tatsächlich zu erwarten sind, die in vielerlei Hinsicht sehr präzise jetzt zutrifft mit dem Abschmelzen des Grönlandeises etc. und den Konzentrationen in der Erdatmosphäre. Was eine Folie, die ich sehr gern zeige, gerade wenn es um Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen geht, der Klimawandel kann uns ja auch ökonomisch in keinster Weise egal sein. Und es ist sehr vielen Menschen nicht bewusst, dass für die Bewältigung der Klimakrise jetzt schon unglaublich viel Geld fließt, auch in Österreich. Und darauf mache ich dann aufmerksam, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist. Es gibt nach wie vor diesen Mythos, die Klimakrise ist also ein teures Luxusproblem. Wir schieben das weg, wir wollen jetzt nicht so viel Geld investieren. Tatsache ist allerdings, dass wir jährlich in Österreich 15 Milliarden Euro, und die Zahlen wurden heuer neu berechnet, zahlen für einerseits klimaschädliche Förderungen und andererseits für die Bewältigung von Klimafolgen, die wir hier in Österreich schon spüren. Und diese 15 Milliarden Euro sind jetzt im Vergleich zu anderen Budgets einfach ein riesiger Batzen Steuergeld. Wenn wir jetzt sehen, das ganze Bildungsbudget in Österreich kostet 10 Milliarden Euro im Jahr, hat dieses Budget zur Verfügung. Und für unser Nicht-Handeln und nicht ambitioniert handeln wollen, zahlen wir 15 Milliarden Euro. Das heißt, stimmt der Kurs? Das sind jetzt wieder Daten aus dem Klimaschutzbericht vom Umweltbundesamt. Bisherige Maßnahmen haben eindeutig zu kurz gegriffen. Und wenn Sie sich diesen roten Graph anschauen, sehen Sie auch, Österreich ist nicht das Klimamusterland, als das es sich gerne darstellt. Wir haben also in unseren letzten 30 Jahren Klimapolitik keine Fortschritte gemacht. Wir haben die gleiche Menge an Emissionen wie gegenüber 1990. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in der Öffentlichkeit ganz anders kommuniziert wird. Die österreichische Politik hat sich immer als Klimavorreiter, ich möchte jetzt nicht sagen verkauft, aber zumindest positioniert. Tatsache ist, dass so gut wie alle europäischen Länder ihre Hausaufgaben besser erledigt haben und zumindest dann teilweise Reduktion ihrer Emissionen erreichen konnten. Und auch in Österreich sieht man, dass jetzt, was auf dem Tisch lag, bis jetzt einfach schlichtweg nicht reicht. Das ist auch einfach ein wichtiger Teil, der in der Öffentlichkeit überhaupt
wenig Bewusstsein hat, wo wollen wir hin und bis wann. Und sowas zu thematisieren ist natürlich auch wieder teilweise schwierig, weil der neue Pfad, den wir einschlagen, bis 2040 klimaneutral zu werden, für viele Menschen einfach sehr schwer nachvollziehbar ist. Es ist sehr unklar, was es bedeutet. Und dass er eigentlich noch viel ambitionierter sein müsste, wie zum Beispiel Fridays for Future fordern mit 2030 Klimaneutralität oder eben Extinction Rebellion noch früher, das ist den meisten Leuten dann tatsächlich unvorstellbar. Was auch oft falsch eingeschätzt wird, was auch so in diese Kategorie der vielen Mythen rund ums Thema Klimawandel gehört: Wer ist tatsächlich der große Verursacher in Österreich und an welchen Stellschrauben müssen wir primär drehen, wenn wir wirklich schnell und radikal runterkommen? Das gilt es auch besser zu kommunizieren. Die Energie und Industrie ist den meisten Leuten tatsächlich bewusst in ihrer Verantwortung. Dass der Verkehr so ein großes Sorgenkind ist, ist nicht allen bewusst, vor allem weil einfach dieser Sektor immer noch massiv steigt und dass die Bereiche Müll kaum eine Rolle spielen und dass die Landwirtschaft mit 10% weit weniger Rolle spielt, als die meisten Österreicher und Österreicherinnen annehmen, ist auch etwas, was es über bessere Kommunikation aufzuklären gilt. Was ich jetzt gerade natürlich spannend finde anzusprechen vor diesem Publikum, ist ein psychologisches Phänomen, das sogenannte die Solutionismusfalle. Beschrieben wird damit eben die Tatsache, dass das Hoffen auf Technologien, die uns retten, verhindert, dass wir tatsächlich Verantwortung auf anderen Ebenen übernehmen. Und es ist auch so, dass tatsächlich die Diskussion um Suffizienz völlig an Raum verliert. Suffizienz bedeutet, einen schonenden Umgang mit Ressourcen zu pflegen und tatsächlich diese Endlichkeit der Ressourcen mit in den Blick zu nehmen, Haus zu halten mit dem Naturkapital, mit unseren Ressourcen. Und wenn wir jetzt in diese Solutionismusfalle tappen, merke ich immer wieder im Diskurs, dass einfach das Gefühl entsteht, wir können weitermachen wie bisher. Wir brauchen nur smartere Technologien, um uns dabei zu unterstützen. Und das ist natürlich sicher was bei vielen jetzt auch Fragen aufwirft. Es ist ein Phänomen, das sich auch abbildet, wenn Sie die Berichte der Internationalen Energieagentur anschauen oder eben die Berichte des Weltklimarats, des IPCC. Auch hier wird zum Beispiel in den Szenarien ein Stück weit in diese Falle getappt. Einige der Szenarien sind tatsächlich nur umsetzbar, wenn Technologien bis dahin funktionsreif und skalierbar sind, die heute schlichtweg noch nicht funktionieren. Und die Frage ist tatsächlich, ob unsere gesamte Klimapolitik sich darauf ausrichten soll, sich auf diesen Weg zu verlassen oder ob hier eben eine Art Vorsorgeprinzip und der Weg über Suffizienz und Verminderung und der Emissionen nicht der weitsichtigere wäre. Ein weiterer Punkt, den ich da in die Runde werfen möchte, sind die Rebound-Effekte. Wenn Menschen beginnen, sich umweltfreundlich zu verhalten, ist es natürlich auch verlockend, zum Beispiel, wenn ich mir ein ökologisches Auto gekauft habe, ist sehr häufig der Effekt, dass dann im Folgejahr deutlich mehr damit gefahren wird oder weiter damit gefahren wird, weil es ja jetzt ein ökologisches Auto ist, wenn vorher eben ein entsprechendes Bewusstsein schon vorhanden war. Und solche Rebound-Effekte gibt es in verschiedenen Bereichen. Wie groß jetzt die Rolle dieser Rebound-Effekte ist, wird heiß diskutiert, unter anderem auch in der Fachzeitschrift Nature. Aber klar ist, dass sie definitiv eine Rolle spielen. Vor allem im Bereich Energienachfrage in Österreich ist das ein sehr interessantes Thema. Wodurch wird jetzt effektiver Klimaschutz verhindert? Ich habe Ihnen diese beiden Bilder mitgebracht, einfach nur um zu verdeutlichen,
dieses Schlagwort Klimaangst, also dieses wirklich Verzweifeln über der Größe der Herausforderung und eine entsprechende Lähmung empfinden, ist ein Phänomen, das uns individuell sehr stark ausbremsen kann. Das ist was auch ganz viele junge Leute beschreiben, wenn sie zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt kommen. Bei den älteren Generationen ist es eine andere, anders gelagerte Angst. Das ist diese Angst, Wohlstand zu verlieren oder eben den liebgewonnenen Lebensstil verändern zu müssen oder eben Mobilitätsgewohnheiten verändern zu müssen. All das führt dazu, dass wir am allerliebsten eben unseren Kopf in den Sand stecken würden und nichts weiter an unserem eigenen Leben verändern würden. Am liebsten hätten wir, dass andere ihr Leben ändern oder dass große Firmen, Industrie oder eben Politik die Verantwortung für uns übernimmt. Was aber die Politik dann auch wieder dazu veranlasst, selbst die Verantwortung an andere abzugeben. Also Sie kennen sicher die Zitate, wie sie jetzt zwar zu einem anderen Thema vom ehemaligen Präsident Trump kursiert sind, diese Frage sollten Sie China stellen, hat auch analog gleiche Gültigkeit fürs Klimathema. Wir schieben das gerne auf Indien, China, die anderen aufstrebenden Emittenten quasi ab und drücken uns von unserer eigenen Verantwortung. Darum bin ich dazu gekommen, eben die sogenannten AGBs des Nichthandelns zu formulieren. Diese AGBs sind jetzt natürlich pointiert die Barrieren, die wir haben oder die Ausreden, die wir auch nutzen, um so weiterzumachen wie bisher, also diese Business-as-usual-Logik zu erhalten. Einerseits sagen wir, okay, Alternativen sind einfach zu kompliziert, momentan nicht ausgereift oder nicht umsetzbar, zu teuer oder eben einfach schlichtweg nicht machbar. Dann auch dieser Punkt, dass Gewohnheiten zu ändern immer mühsam ist und es ist tatsächlich viel verlangt und es braucht viele Wiederholungen, um zuverlässig Gewohnheiten zu verändern. Eine große Falle ist natürlich auch die Bequemlichkeitsfalle, sei es jetzt beim Konsum oder bei anderen Themen Mobilität. Was aber in Wirklichkeit der größte Punkt ist, und eigentlich müssten wir den groß schreiben und den Rest klein, wir haben kollektiv in Österreich einen Art Minderwertigkeitskomplex in Sachen Klimawirksamkeit. Also kaum ein einzelner Österreicher, eine einzelne Österreicherin hat den Eindruck, durch ihr oder sein eigenes Handeln wirklich effektiv etwas an der Klimakrise ändern zu können. Wir zweifeln an der Reichweite unseres eigenen Tuns und wir glauben nicht daran, dass wir diesen großen Unterschied machen. Diese Selbstwirksamkeit, also ich, dieser ganz kleine Fisch und das übermächtige Problem des Klimawandels, stehen sich eben gegenüber und verhindern dann tatsächlich auch den Beginn mit kleinen Schritten oder eben das Gefühl, dass man womöglich als kleiner Fisch in einem Schwarm trotzdem etwas bewirken kann. Was wir uns jetzt in unserem letzten Forschungsprojekt sehr intensiv angeschaut haben, war das Thema soziale Normen. Das heißt, kann es sein, dass das, was die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen über uns denken, tatsächlich ganz wesentlich dafür ist, wie wir das Thema Klimawandel wahrnehmen und wie wir Klimaschutz leben. Und wir sind tatsächlich sehr bestätigt worden in der Annahme, dass diese sozialen Normen ganz viele andere Logiken überlagern. Also auch wenn ich weiß, es wäre das Richtige zu tun, tue ich es womöglich nicht, weil ich einfach das Gefühl habe, mein Freundeskreis lacht über mich. Oder es gibt Widerstand in meiner Familie dagegen. Und das sind tatsächlich Faktoren, die ganz oft dazu beitragen, dass Menschen nicht stärker für den Klimaschutz eintreten oder sich nicht klimafreundlicher verhalten, weil eben nicht ihre soziale Gruppe als Ganzes mitzieht. Das hat auch Implikationen für die Klimakommunikation. Lange Zeit wurde nur auf das Individuum eingeredet. Das heißt, der Fokus sollte stärker auf soziale Gruppen gehen. Man sollte tatsächlich überlegen, welche Gruppe will ich als Gruppe ansprechen, abholen, mitnehmen mit einer Maßnahme, verspricht vielversprechender zu werden, also zum Beispiel Vereine auch zu adressieren oder Organisationen, Gruppierungen, ganz abseits der bisherigen üblichen Verdächtigen.
als Ganzes für das Thema zu sensibilisieren. Und damit wären wir jetzt eben auch schon beim Thema Klimakommunikation. Woran können wir hier anknüpfen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn ich tatsächlich überlege, ich möchte andere Menschen in diese Thematik einführen. Ich möchte sie an Bord holen, ich möchte sie begeistern, ich möchte sie inspirieren und diesen Funken weiter in die Gesellschaft tragen. Woran könnte ich anknüpfen? Das Thema Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema, das super viele Anknüpfungspunkte bietet. Allerdings muss man aufpassen, das Thema, also dieses Schlagwort Schnitzel ist tatsächlich sehr gefährlich. Und das Thema Fleischsteuer etc. Führen sofort zur Polarisierung der Diskussion. Es ist also extrem wichtig zu überlegen, wie bereitet man ein Thema auf, also wie findet man auch einen Zugang zu der Person, zum Interesse der Person oder der Organisation, mit der ich kommunizieren möchte. Und womöglich ist es nicht Fleisch, über das man spricht, sondern eben der Genuss von Alternativen. Das Thema Gesundheit bietet wahnsinnig viel Anknüpfungspunkte, auch für Menschen, die sich vielleicht einfach nicht für diesen technischen Begriff Klimawandel interessieren, kann man auf Umwegen über Gesundheit oder über Biodiversität, über die Schönheit der Natur. Viele sind sehr emotional berührt vom Thema Abfall. Das ist auch ein gutes Einstiegsthema, wenn wir auch gesehen haben, es ist jetzt nicht so emissionsrelevant und trotzdem ist es ein gutes Umweltthema, mit dem man quasi andere Diskussionen auch über das Klima starten kann. Das Thema Freiheit ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Menschen spüren überhaupt nicht, welche Art von Einschränkungen uns erst drohen würden, wenn wir der Klimakrise weiter ungebremst zuschauen. Und ich glaube, ein Vorgeschmack gibt uns jetzt gerade diese Pandemie, wie sensibel wir eigentlich für die so selbstverständlichen Freiheiten geworden sind. Natürlich, auch das Geld ist ein Argument und viele Leute sind für dieses Argument sehr empfänglich. Also gibt es natürlich auch gute Gründe, mit ökonomischen Argumenten in die Klimadiskussion zu starten. Letztendlich merken wir aber, dass bei den meisten Leuten wirklich dieses Thema der Enkeltauglichkeit, das Thema der, was passiert mit meinen Kindern, was passiert mit zukünftigen Generationen, die Frage der Gerechtigkeit eine Diskussion ist, für die sie sehr empfänglich sind. Ich habe jetzt hier einige Botschafter, Klimabotschafter für Sie abgebildet und möchte einfach mit dieser Folie zum Ausdruck bringen. Wir haben gesehen, dass es irrsinnig wichtig ist, für Menschen, die sich bis jetzt noch nicht begeistern können, die richtigen Identifikationspersonen zu finden. Vertrauenspersonen, die Sie näher zum Thema hinführen, mit denen Sie sich identifizieren können. Und das variiert natürlich ganz extrem, je nachdem, mit wem Sie sprechen. Ob Sie jetzt mit einem CEO von einer großen Firma in Österreich sprechen oder ob Sie mit einer Hausfrau oder mit einer Lehrerin sprechen oder mit einem Papa, der seine Kinder im Kindergarten abgibt. Darum ist es so wichtig, sehr unterschiedliche Klimabotschafter zu haben und nicht nur aus dieser üblichen Öko-Ecke zu kommen mit dem Ziel. Was für mich sehr interessant zu beobachten war, ist, wie sich jetzt die Kirchen verhalten in letzter Zeit zu dem Thema. Fast alle großen Glaubensgemeinschaften öffnen sich ganz massiv und kommunizieren sehr verstärkt zu diesem Thema, auch zum Thema eben Schöpfungsverantwortung. Vom Papst sehr berühmt geworden, seine Laudato Si. Enzyklika, die wirklich unglaublich berührend und fundiert auch über das Thema Klimawandel schreibt. Und so ist es eben notwendig, große und kleine und nahbare Vorbilder zu finden, die andere Leute dann mit an Bord ziehen. Die haben eine so starke Multiplikatorwirkung. Wir haben das gesehen in einer quasi weltweiten Studie mit Klimaaktivistinnen, wo wir gesehen haben, die Rolle von Vorbildern ist riesengroß. Fast jeder oder jede Klimaaktivistin, jeder Mensch, der sich jetzt politisch oder in einer Organisation engagiert für das Klima, hat eigentlich eine spezielle Person in ihrem Umfeld gehabt, die ihn wirklich inspiriert hat, den Schritt zu gehen und nicht nur das Problem zu sehen, sondern tatsächlich in die Aktion zu kommen.
Jetzt noch ein kurzer Sprung rein in die Klimavisualisierungen und die Bilder des Klimawandels. Bisher, Sie sind Ihnen sicher auch häufig begegnet, dass Sie in Zeitungen diese Katastrophenbilder und diese ganz schrecklichen Klimafolgenbilder gesehen haben. Das löst natürlich in uns auch wieder Angst und Lähmung aus, ist in einem gewissen Maß notwendig. Wenn es aber allein steht, erzeugt es bei uns nur Angst und keinerlei Lösungsorientiertheit. Um dem zu begegnen, haben die Kollegen von Climate Outreach eine Fotodatenbank entwickelt mit Bildern, die sie psychologisch getestet haben, die sie nach Kriterien auswählen, die sie eben geprüft haben, um die Wirkung dieser Bilder in die Richtung zu lenken, die man sich auch wünscht mit der Kommunikation, also eine aktivierende Wirkung, eine emotionale Wirkung. Und hier sehen Sie auch die Empfehlungen zur Auswahl von Bildern zusammengefasst. Also es geht tatsächlich darum, neue Narrative zu finden, etwas Neues zu erzählen, das Ganze runterzubrechen auf die Region, die man ansprechen möchte, Emotionen anzusprechen. Genau zu wissen, wen man ansprechen möchte, die Zielgruppe zu kennen und Menschen mit an Bild, im Bild abzubilden. Und Sie sehen auch, dieses Bild zu erneuerbaren Energien wirkt natürlich anders, dadurch, dass auch Menschen abgebildet sind und man einen Bezug zur Region bekommt und sich vorstellen kann, wo das Ganze passiert. Und was Sie auch betonen, ist, dass bei vielen Zielgruppen also sehr radikale Bilder, Protestbilder nicht ausschließlich positiv wahrgenommen werden. Sie empfehlen daher gut zu überlegen, welche Zielgruppe resoniert mit Protestbildern und welche eben nicht. Diese Grafik ist Ihnen wahrscheinlich bekannt oder schon mal begegnet. Dieses Diagramm ist ein Streifendiagramm, das entwickelt wurde, um eben die Erwärmung weltweit besser sichtbar und verstehbar zu machen, auf den ersten Blick. Und diese Streifen verdeutlichen eben die Temperaturänderungen, in dem Fall jetzt für Österreich, seit dem Jahr 1901. Auf der Website Show Your Stripes können Sie für jeden Ort der Welt quasi erstellen lassen, so ein Diagramm. Und das nutzen zum Beispiel die Scientists for Future sehr stark in ihrer Kommunikation, um auf den ersten Blick gleich deutlich zu machen, dass sich die Erwärmung seit den 80er Jahren einfach so stark fortschreitet und dass wir seit der Jahrtausendwende eine ganz massive Erwärmung erleben. Da gibt es sogar schon Merchandise-Produkte dazu, also es gibt Krawatten und Schals und T-Shirts und es lässt sich natürlich in der Kommunikation, wahrscheinlich würde sich niemand eine wissenschaftliche Grafik aufs T-Shirt drucken, aber eine Krawatte mit den Stripes, das geht wahrscheinlich schon. Kurz möchte ich noch erwähnen, es gibt auch eine wissenschaftliche Vision, die zur Kommunikation verwendet werden kann. Natürlich handelt es sich da jetzt um einen wissenschaftlichen Bericht, der adressiert ist an die Klimapolitik. Da haben sich Wissenschaftler zusammengeschlossen, um das Vakuum zu füllen, das lange Zeit in der Politik bestanden hat, zum Thema Klima- und Energieplan, der ja auch von der EU mehrfach zurückgeworfen wurde. Dann hat die Wissenschaft einen Referenzplan erstellt, um eben die Politik hier auch zu informieren. Das kann ich genau empfehlen, sich dort auch Anregungen zu holen für eine gemeinsame Klimavision. Kurz eingehen möchte ich auch noch auf die Veränderung in der Klimarhetorik. Sie alle haben sicher mitbekommen, wie sich diese Rhetorik in den letzten Jahren verändert hat, von einer sehr technischen und sehr faktenbasierten Rhetorik hin zu einer enorm anklagenden, sehr moralischen und durchaus frechen Rhetorik, wie sie zum Beispiel von Fridays for Future gebracht wird. Also vor der Weltwirtschaftselite, how dare you, Sie haben vielleicht die Rede gehört, zu sagen, ist einfach eine ganz andere und viel, viel klarere Konfrontation mit Klimathemen, als wir es bisher gewohnt haben. Das geht auch damit einher, dass große Zeitungen weltweit dazu übergegangen sind, andere Begriffe zu verwenden. Da gibt es ein Commitment vieler Journalisten,
nicht mehr von Klimawandel zu sprechen, sondern eben von der Klimakrise und nicht mehr von der Erderwärmung, sondern von der Erderhitzung, um einfach die Dringlichkeit des Diskurses deutlicher zu machen. Und es werden neue Geschütze aufgefahren, also mit den Schülerprotesten und der Methode eben des Streiks, um Klimaziele zu erreichen, werden hier ganz andere Wege beschritten als einfach noch über als noch vor kurzem. Ein Streik ist natürlich jetzt kein ganz neues Mittel, das kennen wir schon länger und es hat berühmte Vorbilder natürlich. Aber es ist ein Mittel, das wahrscheinlich uns in Zukunft begleiten wird, wenn es um die Lösung der Klimakrise geht. Und gerade weil es ein aktuelles Beispiel ist, habe ich es hier auch aufgenommen. Aktuell befindet sich ein Abgeordneter des Europaparlaments im Hungerstreik. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir sowas erleben. Und er streikt eben unter anderem für das Thema Klima, Gesundheit und Arbeitsplätze, für eine gerechte Besteuerung. Und es ist ein französischer Abgeordneter. Und das Erstaunliche eigentlich ist, es ist ein sehr drastischer Schritt, ein streikender Politiker. Andererseits ist die mediale Berichterstattung darüber gleich null. Das sind jetzt die sehr aufrüttelnden, lauten Wege der Klimakommunikation. Ich möchte noch kurz was sagen, dass diese Wege nicht alle Menschen mitnehmen, nicht alle Menschen erreichen. Sie haben es vielleicht auch erlebt, dass es sehr stark polarisiert ist mittlerweile. Auch Menschen, die Fridays for Future-Bewegung tatsächlich kritisieren. Wenn wir alle Menschen mitnehmen müssen, müssen wir auch versuchen, weiterhin andere Wege der Kommunikation mitzuführen und den Mehrwert von Klimaschutz zu betonen. Diese Diskussion wird häufig unter dem Titel Co-Benefits geführt, also diese Zuckerl des Klimaschutzes, worüber wir eben auch reden könnten, um mehr Menschen zu begeistern, eben die Aussicht auf mehr Gesundheit oder einfach das Wissen, in einer sauberen Luft mit weniger Lärm leben zu können, gesündere und bessere Lebensmittel essen zu können, eine sichere Energieversorgung zu haben, keinen Abfall als Teil des Systems zu haben und so weiter. Es gibt eine lange Liste von tatsächlichen Folgen des Klimaschutzes, die vielen Leuten nicht hinreichend bewusst sind. Wenn man zum Beispiel über dieses Reizthema Elterntaxi spricht, ist es wahrscheinlich nicht immer hilfreich auszurechnen, wie viele Tonnen CO2 jetzt durch das eine oder andere Elterntaxi eingespart werden können. Manchmal hilft es hier, einen ganz anderen Weg der Kommunikation zu gehen, um Dinge deutlich zu machen. Und ich zeige diese Bilder einfach gern. Das sind 2 7-jährige Jungen, die einen Schulweg gezeichnet haben. Und sie sehen eben, dass der Bube, der täglich im Elterntaxi in die Schule kommt, seinen Schulweg als schwarz-weiß trist und völlig ohne Aussage und ohne Erlebnis empfindet, wohingegen eben dieser Fußgänger-Bub seinen Weg äußerst plastisch, detailreich wahrnimmt. Er nimmt Bäume wahr, er nimmt Pflanzen wahr, er nimmt soziale Begegnungen wahr, er sieht sich Gebäude genau an, er weiß, wie die Fassaden ausschauen. Der Schulweg ist für ihn ein entwicklungspsychologischer Mehrwert, ein Erlebnis, und allein das würde ja Eltern schon reichen, um zu wissen, dass es eigentlich für ihr Kind das Bessere ist, wenn sie einen sicheren Schulweg haben könnten. Da brauche ich noch gar nicht mit Klimarechnereien anfangen. Das heißt, solche Mehrwerte mit in der Diskussion aufzuzeigen, ist hilfreich. So, das ist ein Bild, das ist jetzt reingerutscht vom Streik vorhin, das überspringen wir jetzt. Das Gemeinsame zu suchen ist manchmal eben der zielführendere Weg, vor allem, wenn man sehr unterschiedliche Positionen im Raum vereint hat. Wir haben das auch bewusst versucht in einem Projekt mit jungen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Das Projekt hieß Tales of Tomorrow, und auch hier ging es eben darum, ganz unterschiedliche Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker, auch von verschiedenen Organisationen wie der IV oder der jungen Wirtschaft etc., in eine Runde zu holen und wirklich unabhängig von den Parteigrenzen das Gemeinsame zu suchen für eine klimafitte Zukunft, sich darauf einzulassen, zu sagen, wir werden alle in diesem Jahr 2035 leben.
Wie sieht das Leben da für uns aus? Welchen gemeinsamen Weg, welche gemeinsamen Anreize sehen wir? Wie soll sich die Stadt anfühlen oder das Leben am Land anfühlen, das wir dann leben wollen? Und wir haben einfach gesehen, das Gemeinsame zu suchen kann unglaublich produktiv sein. Es kann sich unglaublich real anfühlen und es kann unglaublich verbindend sein. Und Sie können gerne auch die Ergebnisse von dem Projekt Tales of Tomorrow, das wir gemeinsam im Umweltbundesamt durchgeführt haben, nachlesen. Was auch manchmal hilft, und damit komme ich schon fast zum Schluss, ist Humor. Humor ist nicht immer angebracht, wenn man über die Klimakrise spricht. Nichtsdestotrotz ist es durchaus ein Mittel, das man einsetzen kann, um manche Dinge einfach lockerer zu diskutieren oder kurz die Menschen emotional zu öffnen für einen Diskurs. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe das jetzt aus einem Post geklaut, das glaube ich der Lukas gepostet hat, das ist die Grafik eben, die darstellt, wie effektiv die Engineers for Sustainable Future, die Vereinigung, die auch diese Veranstaltung heute organisiert, tatsächlich ist, weil sie sich eben im November 2019 gegründet haben und seither dieser ganz drastische Rückgang an Emotionen, an Emissionen eingesetzt hat. Und dank der Gründung dieses Vereins wird es natürlich im freien Fall weitergehen. Also diesen Humor lobe ich mir und das wäre natürlich schön, wenn Sie da recht hätten. Und was ich noch ganz kurz zeigen möchte, weil es eben ganz oft die Frage ist, ja, Sie reden da schön von Lösungen, aber wie sieht's denn tatsächlich auch in Ihrem Alltag aus? Sie haben doch bestimmt auch ein Auto und so weiter und so fort. Das sind die Fragen, die wir eigentlich immer gestellt bekommen, wenn wir Vorträge geben, speziell vor jungen Menschen. Und da ist einfach so wichtig, ehrlich, authentische Antworten zu geben, nach dem Motto Practice what you preach, auch wirklich zu sagen, okay, mein Weg an das Problem heranzugehen, ist nicht nur schön drüber zu reden und selber genau das Gegenteil zu tun, also auch in dieser kognitiven Dissonanz zu stecken. Menschen, die man selber begeistern will, müssen überzeugt davon werden, dass man selber tatsächlich Teil der Lösung ist. Sonst würde man natürlich seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen und das ist in der Klimakommunikation ganz essentiell. Und darum haben wir gedacht, ich zeige Ihnen ganz kurz auch Bilder von unserem Living Lab, wo wir versuchen, Nachhaltigkeit umzusetzen und einen so klimafreundlichen Landwirtschaftsbetrieb wie möglich zu beleben und auch neue soziale Innovationen zu leben und zu finden, zu fördern und zu vermitteln. Worauf ich Sie natürlich auch gern aufmerksam mache, ist das Thema Wissenschaftskommunikation und unser Versuch, eben das auch über unser Online-Magazin anders zu kommunizieren, engagiert, kurz, knackig in Geschichten, angenehm lesbar zu übersetzen, um eben Menschen zu erreichen, die sich nicht in der Thematik so gut auskennen, dass sie Fachliteratur verdauen können. Und wir schreiben eben Schwerpunkte zu den großen Lösungsansätzen, den großen Bereichen, wo wir sehen, dass es notwendig ist, hineinzuleuchten. Und Sie können da gern auch reinschmökern. Die Website heißt nachhaltigkeitneudenken.org. Und weitere Lesemöglichkeiten habe ich Ihnen noch gesammelt. Ich denke, Sie haben Zugriff auf die Präsentation nach der Veranstaltung. Einerseits, wenn Sie Ihren Faktenhunger weiter stillen wollen, können Sie sich hier sehr gut und gut verständlich informieren. Wenn Sie mehr zu Klimakommunikation wissen wollen, habe ich Ihnen auch noch ein paar Links dazugesetzt und möchte mich dann ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.